Ja, heute war großer Zedenik-Tag. Gemeinsam mit meinem Landtagskollegen Andreas Noack war ich in Zedenik unterwegs. Wir waren zunächst beim Oberstufenzentrum und haben mit der Leiterin Frau Neumann darüber gesprochen, welche Herausforderungen insbesondere in den letzten 2 Jahren durch Corona in der Schule bestanden haben, aber auch welche Chancen sie für die Zukunft des Standorts der Schule in Zedenik sieht und welche Hilfe sie vielleicht, welche Unterstützung sie dabei auch benötigt. Danach waren wir bei der Firma A-Z Oberflächentechnik. Wir haben mit Herrn Waffler, dem Geschäftsführer, darüber gesprochen, wie seine Branche derzeit läuft, welche Herausforderungen es auch auf dem Markt gerade gibt, insbesondere in energieintensiven Bereichen, welcher auch seiner einer ist. Aber auch über den Bereich des Wassertourismus haben wir uns ausgetauscht, denn auch der Wassertourismus ist ja hier in Zedenik eine boomende Branche und auf dem Gelände der Oberflächentechnik direkt nebenan ist die Marina Zedenik und dort kann man in den letzten Jahren auch durchaus einen Boom des Wassertourismus geradezu erleben. Zum Abschluss des heutigen Tages haben wir gemeinsam, Andreas Noack und ich, den neuen Bürgermeister von Zedenik besucht, Lukas Halle, den derzeit jüngsten Bürgermeister, den jüngsten hauptamtlichen Bürgermeister in Deutschland und haben uns darüber ausgetauscht, wie die ersten Tage verlaufen sind und wie die Herausforderungen insbesondere jetzt auch nochmal hinsichtlich der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine aussehen. Ein ausgefüllter Tag heute hier in Zedenik in meinem Betreuungswahlkreis und ich freue mich schon, demnächst wieder hier zu sein und weitere Institutionen und Menschen in Zedenik kennenzulernen.